Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute sind mal wieder die Food Champions Rewards dran. Im Hintergrund seht ihr es, leider wieder nur Gold 1, war keine super gute Woche. Wir kriegen 2 Jumbo seltene Spielersets und 50k. Das ist auf jeden Fall in Ordnung und wir schauen uns wie immer ganz kurz mal das Team der Woche an. Und im Team der Woche sind diese Woche wieder richtig geile Spieler. Und so haben wir hier Sokratis 88er, ist ziemlich krass. De Bruyne RM als 91er, natürlich nicht so beliebt wie der ZOM wahrscheinlich. Weil De Bruyne als RM mit 80 Pace will natürlich keiner so richtig spielen. Dann haben wir aber noch Di Maria, der geil ist. Isco haben wir noch. Dann haben wir noch Company, Carrasco. Und auf der Bank noch Leno, Jonas und Shaqiri, die interessant sind. Eventuell noch Promes. Das könnte noch interessant sein. Ansonsten gehen wir auch direkt in die Packs rein. Wir hoffen natürlich, dass wir ein bisschen mehr Glück haben als beim Top-Partien-Team der Woche-Set. Und wir öffnen sofort das erste 100k-Set. Es ist kein Walkout. Und es ist auch, es ist wenigstens mal ein 84er, aber das ist trotzdem nicht gut. Das ist Perisic. Ja, wie immer in den 100k-Sets nur Müll drin. Juan Fran ziehen wir hier noch. Cahill, Asensio, den haben wir für die Top-Partien abgegeben. Ansonsten wirklich nur schlechtes Zeug, viele Duplikate und auch viele low geratete Spieler. Ja, die EA-Server sind heute einfach ein bisschen langsam. Wir haben noch 100k-Set. Ich hoffe einfach mal, dass wir endlich mal wieder in unseren Rewards was Gutes ziehen. Wir haben jetzt seit 6 oder 7 Wochen wirklich nur Müll gezogen und es wäre wirklich mal wieder Zeit für einen richtig geilen Spieler. Und ich meine damit nicht einfach nur ein Walkout und dann kommt Fabregas. Das wäre natürlich eine Frechheit. Aber naja, mal sehen, was wird. Let's go. Es ist wieder kein Walkout. Es ist ein 84er mindestens mal. Das ist, ja, Manolas. Ich dachte schon erst Sokratis und dann, hä, es kann ja gar nicht sein. Der ist ja im Team der Woche. Manolas ist auch nicht so schlecht. Aber auch nichts Besonderes. Oh, Kanté haben wir noch drin. Das ist natürlich nicht schlecht. Kanté ist auf jeden Fall geil. Das ist zumindest mal ein bisschen was. Das sind 20k wieder. Die nehme ich gerne mit, also Kanté, von daher ist das Ganze in Ordnung, Manolas noch drin. Aber wie gesagt, ich finde einfach die 100k-Sets sind einfach zu schlecht dieses Jahr. Ich ziehe einfach zu oft Müll, wie oft man diese kleinen Spieler hier zieht, 76, 75, wie viel Short man hier drin hat, ist einfach traurig. Aber ja, wenigstens Kanté, das ist ein kleiner Trost. Ansonsten war es das schon von den Food Champions Weekend League Rewards. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr gezogen habt und welchen Rang ihr erreicht habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und das war's von mir. Haut rein. Ciao.